Hallo und herzlich willkommen im Easy Online German Kanal. Heute gibt es zur Abwechslung mal wieder einen Witz, denn ein bisschen Spaß muss sein. Also, kennt ihr den schon? Zwei deutsche Freunde haben ein paar Tage Urlaub in Holland verbracht und sind jetzt auf dem Rückweg. Unterwegs beschließen sie, sich noch ein Andenken aus Holland mit nach Hause zu nehmen. Da sagt der eine Freund zu dem anderen, die Schweine sind gerade so billig, also warum nehmen wir uns nicht einfach ein Schwein als Souvenir mit? Da sagt der andere, ja, das können wir machen, aber wir haben dann ein Problem. Wie bekommen wir das Schwein durch den Zoll? Damals, als wir die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft noch nicht hatten, musste man an der Grenze bestimmte Waren verzollen. Das ist ja heute nicht mehr so, aber der Witz ist schon etwas älter. Und dann sagt der eine Freund, ich habe eine Idee. Wir ziehen dem Schwein einfach meinen Mantel an und setzen ihm meinen Hut auf und dann setzen wir das Schwein einfach auf den Rücksitz. Ja, sagt der andere, so machen wir es. Gesagt, getan. Die beiden fahren also mit dem Schwein auf dem Rücksitz Richtung Grenze und als sie dort ankommen, werden sie von einem holländischen Zollbeamten angehalten. Sie kurbeln das Fenster herunter und der holländische Zollbeamte fragt, haben Sie etwas zu verzollen? Nein, sagen die beiden, wir haben nichts zu verzollen. Der Zollbeamte möchte sich aber lieber selbst noch einmal überzeugen und guckt in das Auto und auch nach hinten auf den Rücksitz. Er ist etwas irritiert, sagt dann aber, gut, dann können Sie weiterfahren. Die beiden Deutschen fahren also mit ihrem Schwein über die Grenze. Der holländische Zollbeamte bleibt aber noch eine ganze Weile nachdenklich stehen und als sein Kollege vorbeikommt, da sagt er zu ihm, du, ich hatte gerade drei deutsche Männer, die zwei, die vorne saßen, die waren ja ganz in Ordnung. Aber der, der hinten auf dem Rücksitz saß, der sah aus wie ein Schwein. Ja, eine sehr spezielle Pointe und sicherlich auch ein sehr spezieller Witz. Dieser Witz ist auch schon sehr alt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass ihr Cousin ihr diesen Witz schon in den 50er Jahren erzählt hat, also praktisch noch im Mittelalter. Dieser Witz hat also schon einen richtigen Altertumswert. Wenn euch dieser Witz gefallen hat, könnt ihr ihn ja gerne weitererzählen. Das Schöne an diesem Witz ist eigentlich, dass man sich die Situation so schön bildlich vorstellen kann, wie das Schwein mit Mantel und Hut bekleidet auf dem Rücksitz sitzt und der Zollbeamte völlig irritiert ist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Für heute sage ich erstmal Tschüss und bis bald.